Schuldkröte zwängt sich durch die Hoden. Das ist gut. Let's rock. Niemand. Wirklich niemand. War nun das nachfolgende Video beinhaltet Szenen mit Lautstärke Lohn. Nein, meine Ohren. Ich blute jetzt schon. Ich gehe am Strand. Ich gehe am Strand. Das war schon geil. Fällt einfach um, Alter. Aber landet im Sand, also ist weich, Mann. Ich bin Wolfram Eike. In Nürnberg. Ich war noch nie, ich auch manchmal passiert. Warum sitzt der doppelt Ohren? Und warum als, Alter. Da hinten liegt der Scheiß auf und da vorne hoch. Das ist ein ganz schön scheißhaltiger Strand hier. Ich bin im Sommerhaus in Niendorf, lebe jetzt in Scharbeutz. Aha. Scheiße, hier an der Ostsee. Ach, deswegen liegen da Scheißhaufen, verstehe so einiges. Und habe immer noch Freude daran. Endlich habe ich den Mut, ja? Mich von meiner alten melken zu lassen. Die führen ein ganz interessantes Verhältnis, ey. Doch als ich die alte F***te, nach so langer Zeit, tat mein Schaft weh. Das kann ich mir vorstellen. Ich denke an die vielen langen Schwänzen, die ich in dir geschwelgt habe. Oh Mama, lass mich einscheißen. Bitte X. Was X-Faktor, das fassbare Abenteuer auf dem Friedhof. Friedhof. Vertraute Friedhof. Freundin. Und ich spüre, rühre, ich brauche noch ein wenig Pflaumenmus zum Traurigsein. Man braucht Pflaumenmus zum Traurigsein? Ich brauche immer Trauer zum Traurigsein. Wann war ich mal traurig? Ich habe ja nun auch meine ganz eigene, ganz, ich habe ja nun auch meine ganz auch? Eigene... Die steht im Keller neben dem Kühlschrank. ...eigenen Schwanz in meinen Arsch als Autor. Und zwar schreibe ich mal Musical für Erwachsene, dann wieder Kurzgeschichten, dann wieder Musical für ältere Jugendliche oder für... Für ältere Jugendliche? Wer kennt sie nicht, die älteren Jugendlichen? Die laufen überall frei rum. Kinder. Und ich hab's immer vermieden, meine Schuhe zu binden. Ah ja? Hätte natürlich was Verlockendes, okay. Aber... Wie sieht wohl die Zukunft aus? Zukunft von die AI. Und plötzlich musst du jedes Jahr scheißen. Und ich habe einfach so viele andere Ideen. Das nervt mich auch, dass man einmal ein Jahr scheißen muss. Ich habe einfach so viele andere Ideen. Ja. Und so darf es auch weitergehen. Okay. Die Schuldkröte zwängt sich durch die Hoden. Das ist gut. Die Schuldkröte. Oh. Ja. Bohr mal nach Gold. Das ist gut. Ich finde, es gibt so viele Soßen, die Menschen Angst machen. Gut, ich habe eigentlich vor keiner Soße Angst. Jägersoße schmeckt geil, Bratensoße schmeckt geil und die Soße neben der Soße schmeckt geil. Gerade Kinder und Jugendlichen. Und ich möchte erzählen, was das Leben für Wasser bietet. Mus machen. Ja, ah. Mus machen. Selber den Mus ausprobieren. Es wäre ja blöd, wenn du machst, auch nicht selber probierst. Na gut, warum willst du deinen eigenen Vorkoster spielen? Das wäre auch dumm. Ich bin mal beim Schlittschuhlaufen. Jetzt bitte nochmal auf Deutsch, damit ich so verstehe. Ich kann nur Japanisch. Schlittschuhlaufen auf die Fresse gefallen vor vielen Jahren. Und bis dahin habe ich immer mal gedacht, oh, das Leben ist ja doch ganz schön scheiße. Und seitdem. Warte, beim Schlittschuhlaufen, laufen auf der Fresse fällst, ist das Leben scheiße. Kann ich voll nachvollziehen. Dem weiß ich, das Leben ist keine Strafe. Sondern einfach nur Scheiße. Und du kannst ruhig grau und hässlich werden, schlechte Zähne kriegen. Wer wird das nicht gerne? Trotzdem macht es keinen Spaß. Ja. Und ich sag eigentlich jeden Tag danke, du Spaß, dass ich hier in dieser scheiß verfickten Welt leben muss. Wer bedankt sich nicht, wenn er irgendwo leben muss, wo scheiße ist? Woher kenne ich das?
Es lebte eine alte Fotze im Wald. Ich glaub, sie hieß Frau Meier. Es lebte eine alte Fotze im Wald. Und sie leckte meine Meier. Das ist aber ein ganz interessantes Leben im Wald, Mann. Ich gehe morgen mal im Wald spazieren. Schreibmaschinen waren schon eine geile Sache. Du konntest nicht löschen, wenn du dich verschrieben hast. Ich würde es über dreimal, Alter. Ich habe noch nie 10 Finger gefingert. Ich habe so mein ganzes 10 Finger gefingert? Na, wer kennst du nicht die 10 Finger auf die Finger? Ja, ich könnte es keinem zeigen, mit welchen Fingern ich eigentlich fingere. Das macht immer wieder Spaß. Das macht immer wieder Spaß, kann ich verstehen. Kann ich ganz wohl verstehen. Heute kommen die Töne zurück, die ich übers Meer geschickt hatte vor Jahren. Oh! Oh! Na, da hast du aber interessante Töne geschickt, Mann. Wieso kommt die erst heute zurück? Waren die so lange unterwegs? Zur Melodie geworden. Aha. Auf ihren Reisen gen Süden, gen Norden, gen Norden, gen Süden. Ich weiß nämlich mit meiner Enkelin. Ja. Das freut mich. Ja. Ich habe hier meine Schreibstube. Ja. Und ich sitze hier oft so am Strand. Ja. Zeige, wie ich hier sehr einseitiges Gespräch hier. Und erkennt mich so. Das ist so witzig. Ja, fand ich schön. Fand diese Neffen so blöd. Lohnt sich die Frage, wo wir heute scheißen könnten, wenn wir hätten? Lol. Sei ja an. Jetzt ist Feierabend. Genau. Jetzt ist Feierabend. Die ganze Woche durchgefickt. Bis zum Ende ohne Pause, weil das muss ja sein wegen der... Die ganze Woche ohne Pause, Alter. Boah, da brennt doch der Schaft, Alter. Ich glaube, der ist tot. Scheiße. Okay, das war's, ne? Du willst ein Buch. Nicht das Lied schon mit uns aufmeißt. Ey, das war geil.